Während Robert Almer, der Stammgoalie bei der Wiener Austria, ausfällt, ist der Mann mit der Nummer 31 jetzt die neue Nummer 1 bei Violett. Osman Hacekic segelt durch die Strafräume. Backup Patrick Penz beweist ebenso Flugqualitäten wie der dritte Torhüter Mirko Kos, der von den Amateuren in die Kampfmannschaft aufrückt. Im Training werden die Handschuhe der Austria-Goalies ordentlich zum Glühen gebracht. Doch wie macht Tormann-Trainer Franz Gruber seine Keeper fit für die neue Saison? Verschiedene Ballgrößen, verschiedene Gewichte bei den Bällen, also Volleybälle oder Reaktionsbälle, um eben, wie gesagt, Schwierigkeiten für gewisse Bälle zu simulieren. Der 21-jährige Osman Hacekic tritt in die Fußstapfen bzw. Handschuhe von Robert Almer. Geht's ganz super aus, ein bisschen verschnupfen, aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Ja, es freut mich wieder, da mit der Mannschaft mitzutrainieren. Ja, ich versuche einfach dort anzuknüpfen, wo ich aufgehört habe, und der Mannschaft zu helfen. Die Vorbereitungszeit hinterlässt auch bei der aktuellen Nummer 2 im Austria-Gehäuse Spuren. Ja, es ist auf jeden Fall intensiv, man merkt es. Ich bin nur gerade außer Atem, ein bisschen vor der Übung, aber ich glaube, in der Vorbereitung gehört es so, und wir machen da schon sehr gute Arbeit dabei. Mirko Kos, der von den Amateuren kommt, ist ebenfalls außer Atem. Ja, es ist definitiv eine Umstellung, also von Amateur auf Kampfmannschaft, wie man sieht, bin ich gerade aus der Puste. Und ja, es ist natürlich, Trainingsumfang und Trainingsintensität sind höher, aber man gewöhnt sich mit der Zeit dran, das macht natürlich auch Spaß. Der Spaß kommt bei den abwechslungsreichen Übungen nicht zu kurz. Ob mit Platten oder auch mit Tennisbällen. Egal wer von den drei Goalies den Sprung ins kalte Wasser wagt, nicht nur im Tor, sondern auch in der Tonne, machen die Goalies gute Figur.